Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Immer noch im Emprise de Lyon und wir wollen jetzt mal diesen Marker hier, also das Ding hier, die Ausrufezeichen, Ach, ja, ich finden. fürchte, ich bin wieder Aber wir zurückgelaufen. wollten über die Brücke gehen, genau. Wir sind schon über die Ach Brücke. so, wir sind schon über die Brücke. Aber wir müssen irgendwo Und den ich Marker bin vor Augen gerade haben, weil wieder das schwer, zurück bis zur Brücke. auszumachen. Weil da Ja. gibt es ja dieses Ausrufezeichen und wir wollen nun mal wissen, was sich dahinter verbirgt. Genau. Könnte ja ein ganz, ganz toller Auftrag sein. Ja. Da hinten ist ein Tor, da geht's wohl weiter und hier geht's. Mann, jetzt laufe ich schon wieder zurück. Ja, Wir ich weiß müssen gar nicht, wo du hier durch überhaupt das hin Tor willst, weil ich habe jetzt den durch. Marker nicht vor Augen. Ich Ja, der weiß, Marker ist hier unten im auf der Südosten. Minimap sehe ich ihn jetzt, Ja. ja. Ich habe es gerade geguckt. Ist mir gerade auch eingefallen, dass man ja da auch gucken kann. Ja. Boah, wie toll. Ja. Sieht toll Guck mal, es aus, sieht so ne? toll aus. Aber Ja. hier kommt man nirgendwo hin. Verflixt. Guck mal, man kommt schon irgendwo hin, nur nicht dahin, wo man hinkommen will, aber sind Feinde. Können wir mal Ja. mit denen vorlieb nehmen erstmal. Jo, erstmal, bis wir was Besseres finden. Nun sind Freunde, einige. ihr seid schon wieder so weit Ja, weg. dann musst du dich selbst schützen. Na los. Oh, Hau ein zu. Schön groß, der Kreis, Ach der so, das ist Blut. gut. Ah ja, gut. Erik, was machst du bloß? Irgendwie ist er anfällig. Ja. Ja, ich habe ihm alles gegeben, aber er versteckt sich einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Passt nicht zu ihm, dich zu verstecken. Ach, so. Herr Lismar freut sich. Wir haben diesmal jede Menge für Sie. Wir freuen uns auch. Uns auch immer Punkte. Ja. Schulterschubsen. Na. Ein Wegweiser. Hier rechts geht's zum Zum Stein. Ja, da wollten wir Saniersteinbruch. sowieso auch mal hin, ja. Und vielleicht ist Aha. es ja das. Also unser Marker zeigt eigentlich irgendwie so in Richtung von diesem Turm. Na Und gut. hier gibt's auch. Ach, Feinde. Ja, Rote die Tempel. auch. Na gut, aber. Oh, der eine steht mir da rum. Ja. Erstmal. Doch, wir auf dem Fall, was machst du denn? Du drehst dich plötzlich um, also und du oder was? Ist ja ein komischer Typ. Ey, wehr dich. Boah, macht doch gar keinen Spaß, Leute umzubringen, wenn sie sich nicht wehren, stimmt's? Genau. Es gibt sicher Leute, Alles die anderer gute Meinung sind, aber es ist Lilium. unsportlich. Ja. Mächtiges rotes Lilium. Käfigwagen sind alle leer. Ja, hier ist immer so was mit Brücke. Oder Treppe. Treppe. Ja. Gehen wir doch mal hier hoch. Ich meine, ich blick sowieso nicht mehr. Ich auch nicht, schon lange nicht mehr. Wir drehen Was? uns ständig im Kreis, laufen hierhin und dahin und dorthin. Ach, Guck guck mal. mal, hier kann man ein Hier der neues nächste Lager Lager. machen. Wir sind ja gar nicht weit voneinander entfernt, die Lager. Sonst kann ich ja doch nicht so witzig sein. Ja, du Bist du ploppst, eigentlich du. feuerempfindlich? Ja, mein Bein. Mal gucken. Aua. Feuerresistent. Oh ja, sieht Na eigentlich auch schon gut. so komisch aus, so rot. Wie so ein Kalt, aber sehr mit Stahl. Dann machen wir ihn mal ein bisschen elektrisch. Hey, der hat mich glatt weggehauen, Ja, aber er hält auch nicht Dann so hauen wir richtig ihn aus. weg. So. Hin ist er. Hin. Haben sie sich die gebastelt aus dem roten Lyrium oder wie? Tja.
Der muss doch irgendwo was übrig gelassen haben. Nein, hat er nicht. Gemeinheit. So, was haben wir denn hier alles? Hier ist nur ein Turm. Lesen wir dann später eine Warnung. Da kommt man nicht rein. Von denen, die Inquisition euch auf den Fersen. Genau. Tja. Ja. Wir werden euch wir schon werden in alles die erreichen. Suppe spucken. Es braucht nur seine Zeit, wir müssen es erstmal finden. Ja, das Lager kann noch ein bisschen warten. Ist da was drin? Nee. Nichts. Schnee. Und sonst nichts. Was willst du jetzt erstmal wieder zurück, oder? Ich will meinen Marker finden. Willst du nicht erstmal das Lager machen? Ich will immer erstmal alles wegmachen, was rund ums Lager ist, weil wir das hinterher nicht mehr finden. Naja, rund ums Lager, also. Na gut. Ja, ich laufe ja alles mal ab. Guck mal, hier ist was. Ich hätte nur den Eindruck, du wolltest weiter. Und das finde ich irgendwo. Nee, ich dachte, jetzt können wir es ja machen. Ich habe nichts weiter gesehen. Schön. Und wo fühle ich mich gleich wohler, wenn das ein Lager ist, das von uns ist? Ja. Ich geh mal hoch. Nicht schon wieder. Willst du das wieder mal wissen? Oh, vielleicht kannst du was entdecken, ja. Die Aussicht. Gute Aussicht, ja, ja, stimmt. Obwohl, irgendwie, Da geht's weiter hoch. Da drüben geht's auch hoch. Ja, ich schon gesehen. Muss doch irgendwo diesen Marker finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich hab ihn schon mal gesehen. Das Phantom, der Marker. In dieser Richtung muss es sein. Warum sehe ich ihn nicht? Hat die Brille nicht aufgesetzt? Tja, siehst du ihn denn? Den müsste man doch sehen. Wir haben ihn von unten, haben wir gesehen. Wir müssen aber in die richtige Richtung auch gucken, oder? Ja. Hier, in dieser Richtung. Ich sehe nichts. Also. Absolut nicht. Ich verstehe das nicht. Aber hier. Das können wir schon mal beanspruchen. Und dann gibt es ja hier auch so ein Der Knochenturm. Okular. Blutmagie. Die immer mit ihrer Blutmagie. Davonschreiten, na toll. Lass uns lieber abgehen, runtergehen, bevor er davonschreitet, der Turm. Aber irgendwo muss hier auch noch ein Okularum sein. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Da gehen wir jetzt hin, oder? Wir können hier hochgehen. Hier oben? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Richtung passt. Ja, wir gehen dahin, wo die Richtung ist. Und unten ist es ja vermutlich nicht. Da oben ist es. Also müsste es oben sein. Da kann man schon sehen, das Grüne. Da. Sechs Stück. Wow. Sehr schön. Okay, wir gehen mal ganz nach links. Wird das jemals aufgerungen? Von wegen ganz nach links. Hier kann man sogar rundum drehen. Hey, kann man vielleicht das Ding sehen? Unseren Marker? Ja, den haben wir jetzt natürlich nicht da, weil wir keine Minimap haben. Ja, aber wir fangen einfach mal hier an. Ja, genau, ist gut. Gute Stelle. Ja, wenn das alles so hell ist, ist das schwierig. Ich gucke gerne das auch mal an. Ja, so ein Fernrohr ist immer ganz gut. Ja. Da hinten auf dem Berg ist auch ein Turm. Ja. Halt.
Da ist es. Hätte ich jetzt auch fast ehrlich übersehen sollen. Ja. Ich habe mich so darauf konzentriert, auf diese Schatten und so. Ja, das sind überall Türme auf den Spitzen. Von dem Lager waren wir ja auch gar nicht so weit entfernt und von der Feste auch nicht. Das war ja, als wir abgebrochen hatten und auf die Insel zurückgegangen sind. Das ist ziemlich an die vom ersten Lager, würde ich sagen. Da ist sie ja. Das haben sie gut hingekriegt hier irgendwie. Mhm. Das mit diesem, ne? Mit dieser Art Fernglas, ja. Ja. Steckt eine Menge Arbeit drin. Nehme ich mal an. Da. Da. Ja. Ja, das ist die Festung, würde ich sagen. Aha. Da. Eine fehlt uns noch. Da. Nee, Fabian, ne? Oder? Sechs. Nee, sechs. Ist gut. Die letzte. Die beiden waren ziemlich nah beieinander. War gut. Ich habe es hier nicht gesehen, hier, unser Marker. Nun denn? Nee. Der müsste. Ja, in dieser Richtung. Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, da ist er. Ich verstehe das nicht. Tja. Pass auf, das ist nicht die Treppe. Ja, da stand runterklettern, aber da war nichts. Das Gelände ist tückisch. Ich sehe mich schon, wie ich einen ganzen Berg runterstürze. Ja, genau. Und es wäre fast passiert. Dorian mag die Gegend nicht. Ja, mal gucken, ob man in die Richtung kommt. Aber... Naja, man kommt selten auf, so, auf geradem Weg in die. Was waren das eben? Okay, dann Aber gehen wir mal über die Brücke. So. Einfach mal in die Richtung. Hier kann man ja ausnahmsweise mal laufen. Da ist ein Ausrufungszeichen. Und wo sind diese denn? Pioniere wie die Biber? Die verändern die Landschaft ganz schön. Hier kann man nichts da. Ja. Was zum Lesen? Wurmgesicht. Aha, ist ein Hinweis, ein guter Hinweis für uns. Aha. Von dem Schatz und so. Hakennase, na. Das sind so beide Fischer. Na gut. Was machen die Fischer hier in den Bergen? Was machen die Templer hier immer wieder? Sag mal, es ist ja wirklich... Es sind ja so viele von diesen Templern. Keiner da von meinen Freunden? Nö, du bist allein. Pech gehabt. Oh. Wo treiben die sich denn rum? Sehen wir uns mal um jetzt, aber... Das ist einer Ruhe. Ich glaube, das hat ein bisschen Zeit. Ja. Ihr könnt uns nicht alle töten. Wer sagt das? Doch, können wir. Gib uns ein bisschen Zeit, wir schaffen es. Ach, der ist doch schon. Naja, der schon, aber der andere geht nicht. Doch mal zum nächsten. Da ist noch einer. Ja. Also dafür gibt's noch einen Nachschlag. Für den tötet den Magier. Oder war
dass einer von unseren Leuten der das gesagt hat. Ich glaube, gar nicht unsere Leute. Meistens sagen die töte den Krieger, töte den Magier. Ich glaube, es kommt von unseren Gegnern, oder? Ich weiß es aber nicht genau. Einer weniger kommt auf jeden Fall mal von Gitsche. Einer weniger. So, da ist ja irgendwas. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Trank. Ein Getränk. Ja, ja, entweder von den grauen Wächtern. Ja. Oder von Cedars. Komm ich doch gar nicht rein. Unsere Freunde sind immer ganz scharf drauf. Gucken wir uns doch mal um. Nicht schon wieder so eine blöde Kletterei. Bitte nicht. Warum? Hast du schon lange nicht mehr gehabt. Ich kann die nicht leiden. Ja, ich auch nicht. Es dauert immer so lange, bis du da hochkommst. Na, geh doch durchs kaputte Fenster, Mensch. Vor allem für diese Dinger finde ich lesen. Na, erstmal können wir ja wieder lesen. Oder? Ja, gleich. Ja, erstmal das kostbare Getränk. Nee. Mamas Ring war das. Das ist der Ring, den die Frau da vermisst. Ja. Jetzt haben wir das Tagebuch. Mhm. Ja. Damit ist er nicht alleine, dass er den Krieg hasst. Tja. Keiner mag Krieg, aber alle machen. Ja, ist komisch, ne? Ja. Und so ein bisschen wie am... Oh, guck mal, da ist es ja. Ha. Das war eine schwere Geburt, hä? Schon ganz vergessen, was wir da eigentlich hin wollten. Ja. Ach. Ja. Das ist die... Das Jagdwild. Ja, genau. Aha, jetzt hat sie auch einen Namen. Ja. Hier fängt es also im Grunde an, die Geschichte. Aber ist egal, wenn man es analysiert, dann weiß man auf jeden Fall auch, dass er hinter der Geschichte steckt. Guck mal durch die Häuser gucken, hier gibt es noch mehr zu lesen. Ja. Ein halb vollendeter Brief, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nö. Und offenbar weggeworfen. Und Herrin Ding, ja stimmt, das war ja Herrin Poli, mit der wir gesprochen hatten, mit dem Steinbruch, die Sache, ja. Ja, die Herrscherin über das Gebiet. Ja. Besitzt so eine Steinbruchs oder so. Also ihre Familie besitzen auf jeden Fall. Na. Ja, wollen wir uns auch gleich die Scherben holen, die in der Nähe sind. Die können wir auch gleich mal suchen. Och, die liegt hier einfach so, das finde ich nett. Ja. Davon kann ich mehr gebrauchen. Immer diese fucking Sterne, können wir die nächste Mal wiederholen. Ich meine, trotzdem, die Belohnung ist ja nicht ohne, ne? Oh. Ja, nein. Die musst du ja auch gar nicht hin. Die scheint da unten nein, zu sein, ne? Das kann sein, ja. Dann hätten wir vielleicht das Ding schon vorher finden wollen, hätten wir aber nicht gekonnt. Da hinten. Da sind wir ja schon mal reingelaufen, da kommt man auch rein in die Schlucht, glaube ich, oder? Ja. Ist es die Schlucht? Ich glaube, es ist die. Ja. Das ging irgendwie, irgendwo. Links.
allmählich runter. Aber nicht hier. Auf der anderen Seite, guck mal, das ist auch so eine Treppe oder was. Irgendwas. Holz. Da. Weg. Da, ja, die habe ich gesucht. Wo kommst du die auch hin? Aber von hier aus nicht, sondern. Ach, Requirierungsoffizier. Inquisitor. Jawohl. Genau. Hier. So, hier geht's runter. So. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Hier geht's wieder hoch. Wir wollen aber eigentlich nicht hoch, nein, oder? Wir wollen nicht hoch, wir wollen die Dinge. Oder wollen wir doch hoch? ich glaube, wir wollen doch lieber hoch. Ach, die Flechtrebennessel können wir einpacken. War es nämlich nicht ganz umsonst, dass wir hier lang gelaufen sind. Naja, entweder hier weiter unten lang und dann rechts, aber da kommen wir ja gar nicht nach rechts weg. Ja, ich habe, glaube ich, aber hinten noch mal eine andere gesehen, eine andere Möglichkeit runterzukommen in die Schlucht. Ist da dahinter. Ja, das ist. Aber ich muss ehrlich sagen, das Ding ist sowieso nicht mehr. Aber hier haben wir eine andere Scherbe. Direkt vor der Nase. Ja. Da. Die hätte man nicht gesehen, weil ich so. Nee, die findet man halt nicht, weil man sie nicht markiert. Ja. Das ist klein. Na gut, gehen wir immer. Da hinten ist auch noch eine Sehenswürdigkeit. Scherben sammeln. Die ist wieder da oben. Wie kommen wir da jetzt wieder hin? Tja. Das sieht aber nicht gut aus. Nee. Ach, dass die diese Scherben immer so gemein verstecken müssen. Ich glaube, hier wirst du auch nicht. Ich glaube, wenn du unten runter gehst, geh mal da unten runter. Das ist ja so ein Ding. Ja, kommst du da runter? Ja, da kommst du runter. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Ja. Von wegen. Doch, geht. Ja. Gut. Na, müsste wohl. Warum kann sie da nicht? Da ist eine Wand. Och nö, da ist eine unsichtbare Mauer. Na, ist doch egal, aber hier kommst du doch runter. Ist, okay. Ist ja bescheuert. Aber dann kommen wir hier nicht zurück. Boah, kannst du doch irgendwie hier runterrutschen so. Oh ja, dann sind wir wieder da unten bei den Zelten. Oh ja, soll uns auch recht sein. Da hinten ist wieder was. Na, Sehenswürdigkeit gibt es auch. Naja, gibt es hier noch einige, glaube ich. Mal gucken, die hier, die ist gleich da vorne. Mhm. Gleich da vorne ist gut. Nett. Ja. Naja, wahrscheinlich nicht so hochgehen. Ja, die haben sie da oben hingelegt. Das gilt doch gar nicht. Hier gibt es auch immer eine Leiter. Aber hier ausnahmsweise mal nicht. Was? Ich sehe sie nicht. Das heißt, was? Ich auch nicht. Nicht. Doch, aber, in Aufklädern stand da gerade. Aber geht, der hat sie gefunden. Die ist klüger als wir. Oder ihre Augen sind besser. Gesehen habe ich sie nicht, aber... Da ist sie. Na, nimm sie mit. Gut. Gehen wir wieder runter. Wir machen jetzt den Schluss, okay? Oh, jetzt wäre sie beinahe... Ja. Okay. Abgestürzt. So, aber jetzt bist du unten, jetzt können wir auch Schluss machen. Müssen wir schon wieder Schluss machen. Ja, Scherben sammeln, da vergeht die Zeit schnell. Okay. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.